Dieses Neumann KM84 Vintage-Mikrofon hat ein Problem. Und zwar hat sich der Besitzer darüber beschwert, dass es immer wieder mal Aussetzer gibt. Und ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Es liegt am XLR-Anschluss, so wie es scheint. An sich funktioniert das Mikrofon. Wenn man reinspricht, dann geht alles wunderbar. Aber sobald man es ein bisschen bewegt, dann kann es sein, dass es zu Dropouts kommt. Und dieser XLR-Anschluss, der ist leider locker. Und man kann ihn jetzt nicht so ganz einfach wieder festmachen. Deshalb zeige ich dir hier, wie das funktioniert. Es gibt hier außen drei so ganz kleine Schrauben. Und die muss man ein bisschen nach innen drehen, also nicht rausdrehen, sondern reindrehen, um das Innenleben aus dem Gehäuse rauszuziehen. Und dann kommen wir da hoffentlich dran. Dafür braucht man eigentlich nur zwei Sachen. Einen ganz kleinen Schraubenzieher und einen kleinen Schraubenzieher, beides in Schlitzausführung. Und dann kann man hier diese Schrauben rechts herum ein bisschen reindrehen. Also nicht rausdrehen, wie man vielleicht denken würde, sondern rein. So ein paar Umdrehungen einfach nur. Die erste. Die zweite. Und die dritte. Und dann muss man diesen 10 dB Pad-Schalter ein kleines bisschen runterdrücken, damit man dann das Innenleben aus dem Gehäuse rausziehen kann. Das machen wir, drücken hier ein bisschen runter und dann müsste der ganze Teil rauskommen. Wunderbar. Und hier sehen wir einmal Mikrofonkapsel mit einfach leerer Röhre und einmal das Innenleben, der Verstärker, der XLR-Anschluss, was so dazu gehört. Und hier befindet sich eine kleine Schraube, an der der XLR-Anschluss festgemacht werden kann. Und diese Schraube, die müssen wir jetzt einmal festmachen. Aktuell ist das Ganze lose. Die Schraube, die schien schon ganz drin gewesen zu sein. Und trotzdem war es noch locker. Die Schraube bewegt sich in ihrem Loch. Ich glaube nicht, dass es so sein soll. Seltsamerweise wackelt tatsächlich die Schraube mit dem Stecker im Loch rum. Also wenn ich hier die Schraube festziehe und den XLR-Stecker bewege, bewegt sich die Schraube mit. Das ist vermutlich das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon mal aufgemacht wurde und da die Schraube ersetzt wurde und die zu klein ist, oder ob das grundsätzlich bei KM84 oder dem KMI-Verstärker so ist. Was wir jetzt mal machen, ist hier ein Stückchen Kunststoff dort mit reinfügen und dann die Schraube mit dem Kunststoff zusammen festmachen und sehen, ob das vielleicht hilft, die Schraube zu fixieren. Dafür nehme ich mir so ein Stückchen Schrumpfschlauch, das gerade hier reinpasst. Das noch ein bisschen zurechtschneiden, dass das hier in diese Rundung reingeht. Und nach dieser Bastelstunde setzen wir das Ganze wieder zusammen. Jetzt kommt die Oberseite mit dem Pad-Schalter dahin, wo die Öffnung für den Pad-Schalter ist. Wird das Ganze komplett da reingeschoben. Hier einmal Pad-Schalter ein bisschen runterschieben, damit es gut drauf geht. Und dann rastet es hier ein. So. Pad-Schalter ist oben. Und dann kann man hier noch gucken, dass die Schraubenlöcher schön über den Schrauben liegen. Und dann einfach die Schrauben wieder rausdrehen, also links rumdrehen. Und dann ist das Mikrofon wieder zusammen. Und wir können direkt einmal testen, ob es funktioniert. So hört sich dann das Mikrofon an. Funktioniert. Auf jeden Fall habe ich Pegel. Das ist schon mal gut. Anhören müssen wir es dann natürlich noch, weil ich habe keine Kopfhörer auf. Ich kann nicht hören, wie es klingt. Und dann testen wir noch den Pad-Schalter. Jetzt ist der Pad-Schalter aus, jetzt haben wir vermutlich deutlich mehr Pegel und dann mache ich den Pad-Schalter nochmal rein. Jetzt haben wir dann vermutlich 10 dB weniger Pegel. Sieht so aus, als wäre es weniger. Machen wir wieder raus. Und dann haben wir wieder mehr Pegel. Und so funktioniert das Auseinandernehmen und XLR-Stecker festschrauben bei einem Neumann KM84. Einem Vintage-Mikrofon, sozusagen der Opa
vom KM184, was wir auch heute kennen.